Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mit diesem Block gebastelt. Das ist einer von den neuen, die es bei Action gibt. Also ganz, ganz aktuell neu sind sie nicht. Aber ich hatte ja erst die ganzen Weihnachtspapiere noch zu verbasteln. Deswegen kommen die jetzt. Ich habe hiermit 12 Karten vorbereitet und würde sagen, wir legen los. Für die erste Karte habe ich mir in 16 x 11 cm einen Kartstock gemacht aus diesem Motivpapier. Dann habe ich mir das ein bisschen zugeschnitten. Das war so ein fertiges Rechteck mit diesem Kreis in der Mitte. Das Happy Birthday habe ich gestempelt. Und zwar ist der 14,7 mal 10,5 cm groß. Das kommt hier einfach drauf. Ein paar Glitzersteinchen und fertig. Und fertig ist schon Karte Nummer 1. Für die zweite Karte habe ich mir auch sehr einfach gemacht. Habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann dieses wunderschöne Hintergrundpapier in 14,5 x 14,5. Und dieses Quadrat habe ich mir verkleinert auf 13,5 x 13,5. Und das klebe ich mir hier auf. Und dann kommt noch bestimmt irgendwas drauf. Das Blau sieht in der Kamera viel greller aus, also in echt passt das besser zu dem Blau hier unten. Fertig ist Karte Nummer 2. Für die dritte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich mir das hier zugeschnitten. Das war etwas größer. Ich habe es mir zugeschnitten auf 14 x 9,5 cm. Habe mir was drauf gestempelt und dann habe ich aus diesem Papier, das habe ich bei einer anderen Karte auch noch gemacht, ich zeige es euch, Moment, aus diesem Papier. Da habe ich mir ganz viele Blüten ausgeschnitten und die kommen hier dann noch mit drauf. Und fertig ist die dritte Karte. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dieses Papier in 10 x 14,5 und in, weiß ich gar nicht, 9 x 13,5 habe ich mir diese Ecke ausgeschnitten. Das war so ein größeres Rechteck. Die kommt hier drauf. Und dann schneide ich mir hier oben aus dem Block diese Ecke raus und mache hier ein Stück oben noch drüber.
Das ist die vierte Karte. Ich glaube, die lasse ich so. Die gefällt mir, glaube ich, so schon. Für die fünfte Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm. Dann habe ich dieses Hintergrundpapier in 12x12. Habe mir hier, ihr seht, dieses Orangene ist das mit, das ist wie das andere in Blau, jetzt in Orange. Da habe ich mir einen Kreis ausgestanzt, was drauf gestempelt und habe mir aus einem anderen Quadrat, was wie so ein Foto war mit so blauer Schrift, so eins wie dieses hier, nur halt mit einem anderen Motiv, habe ich mir diese beiden Blüten ausgeschnitten und die bringe ich dann hier noch irgendwie mit auf. So, irgendwie. Und fertig ist Karte Nummer 5. Für die sechste Karte habe ich mir aus diesem Papier ein Kartenrolling gemacht in den Maßen 11x16. Und dann habe ich so ein Quadrat gehabt, wieder mit solcher Schrift drauf. Und habe mir das abgeschnitten. Ich habe mir hier unten was abgeschnitten und hier oben natürlich auf 6 cm. Das kommt dann in den oberen Teil. Dann habe ich von dem oberen, was ich abgeschnitten habe, auch noch mal 3 cm abgeschnitten und die kommen dann hier darunter. Da haben wir es wieder, Karte Nummer 6. Ich habe jetzt hier unten noch mal ein Stück abgeschnitten, weil ich habe es zu weit nach oben geklebt. Also klebt das ein bisschen weiter runter, damit es passt. Aber das Problem bei Karte Nummer 6 ist jetzt eher, dass ich das Gefühl habe, es fehlt noch was, aber nicht so richtig weiß, was. Also wenn ihr da Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr über ein bisschen Input. Und ja, das ist Karte Nummer 6. Für die siebte Karte habe ich mir aus diesem Papier ein Kartenrolling gemacht in 13x13 cm. Dann habe ich mir in 5x8 cm dieses Papier genommen, ne? Und ein Rechteck ausgeschnitten und was drauf gestemmt. Da werde ich gleich noch zwei Ecken abrunden. Und auch hier, weil hier sind ja diese Blumen in Beige drauf, habe ich mir nochmal ganz viele von den Blümchen ausgeschnitten und die bringe ich dann hier noch irgendwie drumherum auf. Und fertig ist Karte Nummer 7. Für die achte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 10 x 14,5 cm dieses Motivpapier, in 8 x 12 cm dieses und dann nochmal in 8 x 3 cm das Hintergrundpapier. Hier unten schneide ich mir noch einen Wimpel rein und dann klebe ich das übereinander auf.
Und fertig ist auch Karte Nummer 8. Für die 9. Karte habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm, dann in 14x14 cm. Dieses Hintergrundpapier, ich habe keine Ahnung, wie rum es gehört. Ja. Dann habe ich aus, das war so ein Rechteck, da habe ich ein Stück ausgeschnitten. Und zwar in 12x12 cm. Den Stempelabdruck hier habe ich verbockt, deswegen habe ich mir nochmal einen Kreis ausgestanzt und alles Gute reingestempelt. Der kommt dann hier drauf, dann sieht man den Pfusch nicht mehr. Und dann habe ich mir aus dem Blatt, was genauso war, nur halt mit den folierten Blütenteilen, habe ich mir die ausgeschnitten und die bringe ich mir dann noch mit hier drumherum auf. Fertig ist Karte Nummer 9. Für die 10. Karte habe ich ein Kartenrolling in 16x11 cm selber gemacht. Aus diesem Papier. Dann habe ich das andere Rechteck. Ich hatte, davon gibt es ja zwei. Das eine habe ich in der ersten Karte verbastelt. Das andere habe ich mir hier soweit ausgeschnitten. Und ich zeige euch einmal das, was hier so nebendran war. Diese Blüten und dieses eine Blatt habe ich mir auch ausgeschnitten. Die kommen dann einzeln hier noch auf, mit auf diesen Kranz, allerdings Kranz, ja, ihr wisst schon. Und fertig ist Karte Nummer 10. Für die 11. Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm, in 12,5x12,5 cm. Dieses schöne Motivpapier. Dann habe ich mir aus diesem Rechteck ein 9x9 cm großes Quadrat ausgeschnitten. Und einmal noch diese Extrablüte, die kommt hier oben drauf. Und fertig ist die 11. Karte. Für die 12. Karte habe ich mir aus diesem großen Bild, was es gibt, Moment, dieses hier, habe ich mir diese Ecke ausgeschnitten, allerdings mit dem blauen Rahmen und die Blüte hier. So sieht das Ganze aus. Und zwar habe ich die ausgeschnitten. So, der Kartenrolling ist 15x15 und das Ding ist 14x14 cm groß. Dann habe ich hier die Blüte, da weiß ich noch nicht, wie lange ich die lasse. Und in Craftfarbig habe ich mir dann noch ein Oval ausgestempelt, ausgestanzt, was draufgestempelt, was hier hinkommt.
fertig, ist auch Karte Nummer 10. Hier sehe ich nicht noch Glitzersteinchen drauf, aber wenn ihr es anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich wahnsinnig und ihr unterstützt mich damit auch sehr. Und falls ihr noch nicht habt und ihr möchtet keine Videos mehr verpassen, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Und dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch alles Liebe. Tschüss.